Sie sehen hier den neuen Audi A8, bereits in seiner dritten Generation, komplett aus Aluminium gebaut. Wir haben uns deswegen entschlossen, das Fahrzeug möglichst einfach im Design zu halten. Es sieht so aus, wie als wenn es komplett aus einem Block von Aluminium gefräst wäre. Es gibt nur drei Linien. Die erste Linie startet vom Grill aus über die Motorhaube, über den kompletten Seitenrahmen hinten im Heck. Die zweite Linie, die das Fahrzeug in etwa ein Drittel oberhalb und zwei Drittel unterhalb einteilt, ist die sogenannte Seitenlinie, die dem Fahrzeug die perfekten Proportionen gibt. Die dritte Linie, die sogenannte Dynamiklinie, fängt dann hier hinten an und geht nach vorne bis hin in den Stoßfänger. Sie sehen diesen abgeklappten Winkel hier und Sie sehen deutlich mehr Chrom in diesem Fahrzeug. Das heißt, die Front sieht jetzt noch dynamischer, aber auch gleichzeitig repräsentativer aus. Als Weltneuheit im Automobilbau sehen Sie hier den ersten Voll-LED-Scheinwerfer. Die Funktionen des Scheinwerfers sind alle in LED-Technik, sodass wir hier auch designerisch neue Wege gehen konnten. Es ist damit der erste Scheinwerfer, der auf ein konventionelles Design in Form einer Glühbirne verzichtet. Besonders stolz sind wir auf den Innenraum des neuen A8. Bereits im Vorgänger haben wir den Benchmark in dem Segment zum Thema Design, Verarbeitungsqualität und Materialauswahl gelegt. Aber mit dem neuen A8 stoßen wir hier in eine neue Dimension vor. Selbst die Airbag-Kappe ist auf Wunsch in Leder bezogen und mit einer Naht versehen. Unsere gesamte Motorenpalette haben wir komplett überarbeitet und den Verbrauch um bis zu 22% gesenkt. Der 3 Liter TDI Quattro, der ab drittem Quartal diesen Jahres erhältlich ist, kommt auf einen Verbrauch von nur 6,6 Liter. Und der in naher Zukunft erhältliche kleinere 3 Liter TDI mit 204 PS und Frontantrieb wird auf sage und schreibe 6 Liter kommen. Das entspricht 159 Gramm.